Nachhaltigkeitsreporting wird in Zukunft deutlich komplexer. Betroffene Unternehmen sind aber verpflichtet, die neuen EU-Vorgaben umzusetzen. Wie sieht ein Projekt zur Implementierung der Berichterstattung nach ESRS-Standards aus? Hallo, mein Name ist Anastasia Suslova und über ESG-Projekte spreche ich heute mit Dr. Christina Bexer. Sie ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin. Danke, Anastasia, für die Einladung heute. Gerne. Christina, wo stehen wir derzeit bei dem Nachhaltigkeitsreporting nach ESRS? Ja, bereits im letzten Jahr wurden die branchenübergreifenden Standards veröffentlicht, das sogenannte Set 1. Das heißt also, bereits seit 01.01.2024 ist es für die ersten Unternehmen ernst geworden. Hierbei handelt es sich um die kapitalmarktorientierten Unternehmen. Für alle anderen beginnt die heiße Phase dann ab 01.01.2025. Und wie sieht ein Projekt zur Implementierung der ESG-Berichterstattung aus? Also wir unterscheiden da üblicherweise in 5 verschiedenen Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Initialisierungsphase, wo man sich überlegt, welche Unternehmen aus meiner Gruppe fallen überhaupt unter die Nachhaltigkeitsberichterstattung und das allgemeine Projektmanagement. Ich überlege, welches Team ich aufsetze, wie ich das Projekt strukturiere. Der Dreh- und Angelpunkt ist dann die sogenannte Analysephase, wo ich mich mit der Stakeholder-Analyse befasse, mit der Wesentlichkeitsanalyse und auch Themen wie die EU-Taxonomie und gegebenenfalls das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einbeziehe, wenn es denn dann einschlägig ist. Die dritte Phase ist die sogenannte Implementierungsphase. Das ist die Phase, wo ich die Ergebnisse der ersten und zweiten Phase umsetze. Das heißt, ich stelle das Unternehmen so auf, dass es dann bereit ist zum Nachhaltigkeitsreporting. Die vierte und fünfte Phase ist dann die sogenannte Einschwingphase und die Regelbetriebsphase. Das heißt also da, wenn es wirklich ernst wird und ich die Daten für meinen konkreten Nachhaltigkeitsbericht zusammenstellen muss. Und wo liegt der Schwerpunkt eines solchen Projekts? Also der Schwerpunkt liegt sicherlich im Bereich der Analysephase. Deswegen ist es auch wichtig, die am Anfang des Projektes möglichst zu machen, weil diese gibt uns halt vor, welche Daten ich letztlich in meinem Nachhaltigkeitsbericht offenlegen muss. Gleichzeitig bietet es aber auch den Unternehmen eine gute Möglichkeit, den eigentlichen Status quo des ESG-Themas im Unternehmen zu analysieren und gegebenenfalls nachzubessern oder vielleicht sogar eine eigene ESG-Strategie aufzustellen. Vielen Dank, Christina, für den spannenden Austausch. Und wenn ihr euch weitere Informationen zu aktuellen Themen wünscht, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen.